In großem Stil das Kleine nachahmen. Das bedeutet auch, dass die große Landwirtschaft ihren Ressourceneinsatz verkleinern muss. Die Roboter und Sensoren, die hier im niederösterreichischen Wieselburg präsentiert werden, sollen den Bauern in Zukunft genau jene Stellen zeigen, wo er düngen und wo er spritzen muss. Punktgenau statt flächendeckend. Das ist das Ziel der sogenannten Präzisionslandwirtschaft. Heinrich Prankl ist einer der Initiatoren der Innovation Farm, einem österreichischen Forschungsprojekt für Hightech-Landwirtschaft. Ich war schon lange vorbereitet darauf, dass die Robotik kommen wird. Wir sehen es jetzt schneller, als ich es mir eigentlich erwartet habe. Wir sehen neue, also vollkommen neue Möglichkeiten im Bereich der Artificial Intelligence, weil wir dadurch Algorithmen modellieren können, auf der Basis von einer von umfangreich großen Datenbanken modellieren können, um einfach die Vorgänge in der Natur wesentlich besser beschreiben zu können, um wiederum besser, schneller und genauer reagieren zu können auf die Situation. Die Feldroboter von morgen versuchen, die Logik hinter der Ökologie zu entdecken. Sie sammeln Daten über Blattwuchs, Feuchtigkeit oder Schädlingsbefall. Daten, die dem Landwirt helfen sollen, sein Land besser zu verstehen und seine Ressourcen effizienter einzusetzen. Die Software, die den Kunstdüngereinsatz reduzieren soll, die kommt ausgerechnet von den Kunstdüngerproduzenten selbst. Ein Widerspruch? Das könnte man im ersten Schritt so meinen, aber es ist gerade das Gegenteil der Fall, weil, sage ich einmal, der Druck, der gesellschaftliche und politische Druck sowieso ansteigt. Das heißt, auch die Betriebsmittelproduzenten überlegen sich sehr genau und haben eigentlich auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken schon lange erfasst und überlegen sich Systeme wesentlich besser und genauer applizieren zu können, weil es dann nicht sozusagen die Diskussion kippen kann und es zu gänzlichen Verboten kommt. Angst, dass die Diskussion kippen könnte? Tatsächlich wird der Einsatz von Pestiziden und Kunstdünger zunehmend hinterfragt.